So, das wurde bei Outlast 2. Weiter geht's. Mal ein kleiner Moment ohne die zahnlosen Rednecks hinter mir. Wir sind kurz davor, in die Minen zu kommen. Und Minen sind immer so ein Ding in Spielen. Minen an und für sich, das ist schon nicht so ein geiler Ort. Das ist eng und stickig und Staublunge macht eigentlich auch nicht so wirklich Spaß. Und das sieht auch aus, als wenn es seit einer ganzen Weile nicht mehr benutzt worden wäre. Wenn das mal nicht runterfällt, ich weiß ja nicht. Könnte das passieren? Das typische Videospiel-Klischee. Einfach in den Wald runterfallt, zu all den komischen Stimmen, die da zu mir geredet. Ich hoffe es nicht. Ich hoffe es nicht. Noch mehr Umwege, bevor wir dann wirklich endlich mal in die Minen reinkommen, wo Lynn mit all den anderen Freaks sein soll. Mein direkter Weg auch zu einfach wäre, ist schon richtig. Das Spiel hat bisher noch nicht wirklich arg viel getan, um Freund mit mir zu werden. Deswegen wird es sich jetzt auch nicht so wirklich ändern, glaube ich. Okay, it's not that far. Es geht nicht darum, wie weit. Es geht darum, wie scheiße tief das ist. Wenn es ein halber Kilometer ist. Solange es ein Meter über dem Boden ist, ist mir das scheißegal. Aber das ist Bullshit, Mann. Das sollte man nicht tun. Okay. What? Oh, Alter, mach den Mund zu, Mann. Mach den Mund zu. Es ist wie mit 180 auf der Autobahn. Hast du keinen Bock drauf? Habt ihr Plagen und so einen Scheiß? I don't know how many of them got in my mouth. My skin wouldn't stop itching. They were trying to lift me up. Yum, yum. Würde ich sagen, nicht schlucken und weitergehen. Das ist der Moment, wo man auf jeden Fall zum Spucken überwechseln sollte. Du merkst, dass irgendwie 300 Gramm undefinierbarer Insektenmatsch in deinem Mund ist. Komm schon! Nein, Mann, nein! Oh, komm schon! Ich hab's noch gesagt. Shit, da ist meine Cam. What? Wahrscheinlich hast du es verdient. Ach so, der sitzt auf seinen Schultern. Ich dachte gerade, das ist eine seltsame Art von siamesischen Zwillingen, Mann. Seine Oberschenkel sind an seinen Schultern festgewachsen. Die sehen aus wie ein 4 Meter großer Mann. Wir können nichts dafür. Herablassen. Wenn jemand da wäre, würde ich herablassend sein und ihn beleidigen. Aber hier ist glücklicherweise keiner mehr. Dann lass mal trotzdem runtergehen. Scheint nicht so eine ganz schlechte Idee zu sein. Shit. Ist die durch? Nope, alles wieder gut. Kamera ist immer noch fit. Wem oder was habt ihr da gerade in den Nacken geschossen? Was ist das? Das könnte auch ein weirdes Acid-Muster auf einer Bowlingkugel sein. Na dann lass mal schauen, wie wir hier durch den Wald durchkommen. Wir sind auf jeden Fall nicht alleine und ich habe auch Stimmen gehört. So viel dazu. Scheint es wirklich irgendwelche Freaks zu geben. Hat er sich das Bein angeschlagen? Klingt so. Oh hey. Das ist nett. Batterien auf den Weg zu legen. Dieser Fickleuch hielt seinen Segen für Krankheit und versuchte abzuhauen und ich zerbrach ihn. Macht nicht seine Fehler oder begeht seine Sünden. Gott und sein Prophet lieben euch. Fickleuch. Ich meine, die Leute haben echt viel Zeit hier, um sich solche Worte zu überlegen, glaube ich. Hier gibt es halt auch nichts, außer Staub und Krankheiten. Und Dialekte, einen ganzen Haufen davon, Mann. Dialekt so dick, dann müsstest du mit dem Messer durchschneiden, um die Worte drunter zu verstehen. Okay, ich fühle mich nicht wirklich sicher hier. Ich glaube, ich gehe einfach mal den kleinen Bach weiter nach vorne. Das wird mich sicherlich irgendwann an die Stelle führen, wo ich wirklich hingehen sollte. Kann ich da drunter?
What the fuck? Ich weiß es nicht, Mann. Ich habe für einen Moment nicht hingeschaut. Dann ist da dieser fucking Coyote, Mann. Chupacabra. Chupa Thingy. Frag mich nicht. Weiter durch den? Oh ja. Glücklicherweise ein komplett ausgehöhlter Baum, wo wir einfach nur durch kriechen können. Es ist ein riesengroßer Specht. Aber so ein richtig schwerer, ausgestorbener Specht. 12 Kilo schwer, wie so ein Waschbär, der eine Bowlingkugel hält. Mit der Dichte eines sterbenden Sohnes. Naja. Sickness, hier. Nein, danke. Schau mal, die haben Krankheit. Davon viel. Sickness here. God bless. These people were rotting even before they were murdered. Das heißt, die schmeißen ihre Kranken einfach nur in den Canyon? Ich meine, gut, wohin sonst? Wobei, ich würde nicht wirklich Bock haben, das Wasser aus diesem Bach zu trinken, wenn schon ein Schild davor steht. Krankheit hier. Das ist übrigens auch unsere Quelle, aus denen all unsere Brunnen beliefert werden. Was die komischen Schuppen auf unserer Haut erklären könnte. Willkommen an diesem Ort der spirituellen Heilung. Du hast Angst und bist krank. Und das zu Recht. Und du bist voll Scham. Und das zu Recht. Du wärst nicht hier, hättest du nicht gesündigt. Doch ich kann dich wieder wundervoll und rein machen. Als diese Krankheit zuerst in Templegate ausbrach, erkannte Papa Nott in seiner Weisheit und Güte sie als geistliches Leiden. Glaube nicht den Korrupten und Ängstlichen, wenn sie dir sagen, du leidest an Syphilis oder Gonorrhoe oder anderen Außenweltlügen. Dies ist eine Krankheit der Seele und Gesundheit findet sich nur im Reinigen deiner Seele. Bleib treu, bleib gehorsam den Herrn und Papa Nott und besonders seinem Diakon Laird. Gott und sein Prophet lieben dich. Wieder mal Lügen. Warum unterschreibt er selbst Briefe mit Lügen? Heilige Scheiße. Syphilis also. Das heißt, die schmeißen wirklich ihre Kranken einfach in den Bach runter. Kollegen wie ihn hier. Fuck. Pusteln überall. Nicht so geil. Oh ja, sie juckt, glaube ich dir. Glaube ich dir. Sie juckt mir schon vom Zugucken. Ja, ja, ja. Okay. Ciao, ciao. Will ich da überhaupt rein? Jetzt habe ich, selbst wenn die irgendwas haben, will ich eigentlich nicht viel davon an. Oh, Batterien. Von wegen. Alter. Oh, hey. Oh, fuck. Fuck. Warum? Oh, komm schon. Okay, okay. Das ist ein schlechter Donnerstag für dich, Mann. Was machen die denn da drin? Mann gegen Mann? Der eine spielt einen unsichtbaren Bass, glaube ich. Und hat keinen Arm mehr. Ja, man, wasch den Bassisten. Oder was auch immer du da drin tust. War selbst mal einer. Oh, fuck, ich heile hier gar niemanden. Oh, shit, okay. Ich glaube, der Typ mit der Waffe da gerade eben. Ich muss einfach da lang. Ich habe keine Ahnung, wo ich lang gehen muss. Der Typ mit der Waffe da gerade eben. Was filmen wir denn? Heilige Scheiße. Was sind wieder die beiden, Mann? Ich weiß nicht, was ich was looking at. Some kind of deformed toddler. Vielleicht. Keine Ahnung, Mann. Der sitzt auf jeden Fall auf der Schulter von irgendeinem Typen, der ein bisschen aussieht wie ein Henker, aber Pfeile dabei hat. Ah. Danke dafür. Mit Blut den Weg zu weisen. Okay.
darüber schrubbeln. Hey. Finger hier oben lassen. Schrubbeln im Sinne von an der Wand entlang. Oh, komm schon. Warum immer gleich eine Faust? Wir kennen uns nicht mal. Nur weil ich reinere Haut habe als du. Wie sie mich als Clara Seelenmodel schimpfen. Heilige Scheiße. Davon vom Berg gefallen. Nichts passiert. Brille wieder anziehen. Weiter geht's. Oh, oh shit. What? Okay. Alter. Mit der Bandage in der Hand gestorben. Ich glaube, das war der komische Kampfkoloss und sein entstellter Babyfreund auf seinem Rücken. Okay, das ist genau die Sackgasse, in die ich nicht gehen sollte. Ich häng fest an was auch immer. Fuck, fuck, lauf, 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 lauf. Nein. Warum sah dein Bart so gepflegt aus? Das macht keinerlei Sinn. Ah, oh, shit. Die Rednecks mit ihren verdammt scharfen Macheten. Wenn sie was können, dann ist es Klingen schärfen. Oh, nice. Ins Haus. What? Ja. This way, Blake. Jess! Come back! Schon wieder in der Schule. Oh, die Pause ist zu Ende, Mann. Das ist auch eine Schule. Man ist selten in der Schule alleine. Jesse? Oh, hey, ich erinnere mich an den Screensaver. Pater Pocari, ich ließ Fräulein Grey heute den Sportunterricht aussitzen, um mich mit ihr zu unterhalten. Pater Lutemilk erzählte mir, er sei besorgt und sie wäre etwas zu empfindlich. Das bezweifle ich nicht, armes Mädchen, ich weiß. Sie hätte schon mit ihrem Vater und seiner imposanten Persönlichkeit zu tun gehabt und ihre Mutter, was ihre Mutter geschah, war eine echte Tragödie. Möge sie in Frieden ruhen. Jedenfalls meint Pater Lutemilch, dass Jessica nicht auf den Schulausflug zur Klavierfabrik sollte und ich stimme zu. Wir können nicht riskieren, dass sie davonläuft. Dazu kommt noch, dass die Unterschrift ihres Vaters auf dem Erlaubnisschreiben recht peinlich als offensichtliche Fälschung zu sehen ist. Ich benötige ihre Zusage, um die Erlaubnis zu verweigern. Wir werden sie an dem Tag in der Bibliothek lernen lassen. Mies, Mann. Aber ich meine, Unterschrift fälschen, das ist halt auch nicht so nice. Gut. Schon wieder die zwei Typen. Wie auch immer. Ist das Pater Lutemilch? Wer ist Pater Lutemilch? Das bestimmt... Ne, das ist nicht Pater Lutemilch. Ja, Mann. Der hat so ein... Milchgesicht. Oder wie auch immer. Warum auch immer er seltsam guckt. Joink. Batterie nehme ich mit. Wo ist er denn reingegangen? Ne, ich... Ich glaube, hier lang ist er nicht wirklich gegangen. Ich hätte spüren können, die ist hier reingelaufen. Okay, Toiletten. Wird ja wohl nicht passieren hier bei komplettem Licht. Außer, dass sie extrem schmutzig sind. Von Orten, in den man reinkackt. Wenn man so drüber nachdenkt. The fuck? Oh, shit. Natürlich. Natürlich ist die Aufnahme nichts. Das denke ich mir eigentlich. Ist meine Vision, Filmmaterial mitzubringen? Könnte ja jeder kommen. Ich weiß, sie steht vorne am Gang und sie wartet bestimmt auf mich und Geister haben Zeit. Komm, komm, Moment, sag ich doch. Ich muss hier reingucken und allen Leuten die Batterien klauen. Und die Onboard-Batterie aus dem Motherboard, aus den alten Rechnern klauen. Das wäre mies. Aber ich brauche auch Tesa, um irgendwie 10 aneinander zu kleben.
um sie zu einer Doppel-A-Größe zu machen. Was garantiert funktioniert, natürlich, natürlich. Hm. Nice Bandagen. Das sind halt echt irgendwie optionale Zimmer einfach nur. Da kannst du reingehen, kannst vielleicht das eine oder andere mitnehmen. Die beiden Gesichtselfmeter wieder anschauen. Und dann gehen wir weiter. Und ich glaube, wir gehen jetzt auch mal weiter. Da liegt wieder was. Strangle. Ziemlich sicher sogar. Strangulieren. Nicht die Art von Zeitvertreib, die Eltern gerne sehen. Es gab immer eine Zeit lang die Welle in Amerika, wo sich irgendwie Jugendliche gewürgt haben, bis sie fast ohnmächtig geworden sind, um einen Kick zu kriegen. Wo ich mir auch denke, Alter, Bier ist nicht so teuer. Komm schon. Na ja, klar. Nichts anderes habe ich erwartet. What the fuck, Outlast? Du, deine seltsamen Traumpassagen, die plötzlich auftauchen. Gut. Pack mal kurz eine Batterie rein. Oh, super. Mehr von euch pusteligen Pennern. Gib ihn zu uns. Let us have him. Fuck off. Ah, praise God, Miss Prophet, now. Praise God. Forgive me, Lord. But I have no shame. Open your mouth, Nick. Nick, Nick, tu's nicht. Fuck, Nick. There you go. God, please, whatever you want. Here's a mark. He's pure. He is the Skull Messiah. You have put dog's cut. He ain't been transubstantiated yet. He ain't been born. First we gotta get him on that cross. Ja, können wir den Scheiß nicht überspringen? Let's get on up that hill. He will come born on locust wings. Immaculate as a newborn. He will give us his gospel, the sacred words of his teaching. He will be nailed to a cross and die, and he will be buried. But he will rise again in more perfect flesh. We will eat of that flesh and hold communion and be healed of our physical sins. Echt? And we shall inherit this broken earth. So funktioniert es bei euch? Euer Erlöser kommt und ihr grillt ihn? What? Scheiße, es hat echt ein Kreuz. Don't do this, please. Where is your gospel? You're supposed to have a gospel for us, to guide us in our salvation after the end. Digga, ich habe meine Leitung nicht dabei. Ich habe nicht mal einen WLAN-Hotspot. Your guidance suffered a long time waiting on you. Well, old Nick, I guess we better put those nails in. Wait, wait, wait. Ah! 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 Oh. Das ist nicht steril. Good. That wasn't so bad, was it? Der hatte auch einen Hammer. Mit einem Löffel gehabt, wäre ich beeindruckt gewesen. Hand me that. Is it a camera? A record? Of course. How could I not see it? A modern Christ would use a camera, not a book. This is our gospel. How could I not have known? Lord, please forgive me for doubting you. There is no suffering that I do not deserve. I am a worm. Festering moon. I must study his lessons.
Drive the other nail in and hang him up. No! You are alive. No, no, no! You are alive. So behandelt ihr eure Gäste. Wundert mich ja nicht, dass ihr nicht wirklich viele Gäste habt. Und jeden sofort ans Kreuz nageln wollt. Fuck, der Nägel nicht rutscht. Ja, es war leider kein schlechter Raum. Komm schon, Blake. Fuck. Shit, hängt mir noch an einem fest. Der war die rostigsten, ältesten. Das waren wahrscheinlich die originalen Nägel, mit denen Jesus scheinbar gekreuzigt worden war. So alt sahen die aus. Heilige Scheiße. Du blutest. Du musst einen Verband finden. Ich habe keine Verbände. Das ist blöd. Ich muss erstmal lernen, gerade auszufinden, sonst finde ich hier gar nichts. Dann sehe ich halt auch nichts. Na, jetzt. Okay. Muss mich beeilen. Das ist hier irgendwo wahrscheinlich. Gibt's noch Wände für mich? Das sieht aus wie Feuerholz. Ah, da. Da ist einer. What the fuck? Du bist genauso hässlich wie der andere Kollege, der mich gerade ans Kreuz genagelt hat. Das klingt komisch, aber scheinbar ist es ein Ding, das ihr noch macht hier im Süden. What? Das ist aber definitiv eine Bandage. Seltsam. Bevor ich irgendwas mache, bandagiere ich mich jetzt erstmal. Ja, mach! Durchs Durchgucken wird es auch nicht besser. Besser als nichts. Mr. Jesus? Denkt mal, wir gehen da lang, oder? Fuck, ich glaube, der hat mich gesehen. Lauf! Lauf! Oh shit, der hat keinen Arm. Warum hat er keinen Arm? Da geht's nicht weiter. Oh, das Blut! Das Blut! Kletter! Okay, da ist keiner. Hoch. Heilige Scheiße. Okay, meine Cam habe ich nicht. Die muss ich mir erstmal irgendwo zurückholen. Wer brabbelt denn da? Achso, stimmt, die ganzen Pestopfer. Da sind heftig viele am Leiden unten am Bach. Oh. Das war nicht so tief, wie ich dachte. Ich hänge an irgendwas fest. Ich habe gerade nicht so wirklich Bock, an irgendwas festzuhängen. Oh shit, Mann, da ist einer im Zelt. Mit seinen stumpfen Händen. Mit seinen verdammten stumpfen Händen. Oh nein. Er hat mich gesehen, kann das sein? Nimm die Batterie mit. Lauf, 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 lauf. Du blutest, du musst einfach. Das ist kein Verband. Heilige Scheiße. Deshalb habe ich gerade einen aufgehoben. Schauen wir da am Tropfen. Ich habe nur noch keine Verbände. Oh, da hoch. Ah, shit. Tatsächlich, selbst wenn mir vergeben werden sollte, wenn ich danach so aussehe wie du, nein, danke. Dude. Okay, Zeug mitnehmen ist vielleicht nicht die beste Idee jetzt im Moment, denn außerdem sollte ich echt drauf achten, wer in den Zelten rumliegt. Das Zeug grabben, bevor jemand kommt. Ah, shit, da ist er schon. Nein! Dieses Mal nicht, Alter.
Dieses Mal renne ich auch nicht da rein. So, hier. Da muss ich hoch. Richtig schön angemarkt mit Blut, dass man es auch ja nicht verpassen kann. Hab's trotzdem nicht gesehen, beim ersten Mal dran vorbeigerannt. Oh, shit. Die Klumpen. Was machen die denn hier? Ich kann da kriechen. Kriechen ist ein bisschen exzessiv. Das Problem ist, es gibt nur diese eine Richtung. Ah, ich sehe schon. Ich denke mal, das ist die Ecke, wo ich hoch gehen muss. Hör auf die Stöcke zu treten, Mann. Ich weiß, das ist im Wald echt einfacher gesagt als getan, aber hör einfach auf die Stöcke zu treten. Haben wir ihn? Blake Langerman auf dem Schwebebalken. Er sieht nicht wirklich aus, als wenn er wüsste, was er macht. So, okay, wir sind drüben. Sind wir da runter? Wahrscheinlich. Okay. Echt jetzt? Volltreffer. Durch die Wasseroberfläche. No fucks given. Ich kann mich irgendwie nicht bewegen. Ich muss jetzt eine Weile drüber nachdenken, ob er jetzt wirklich tot sein will in diesem Moment. Leute, ich würde sagen, wir machen erstmal einen kleinen Cut rein. Scheint noch ein bisschen länger hier durch diesen komischen Waldabschnitt zu gehen. Wir gucken beim nächsten Mal, ob wir an der Mine ankommen und ob wir unsere Kamera wiederfinden. Das wäre schon nicht so ganz schlecht, wenn wir die kriegen würden. Bin gespannt, wie es weitergeht. Freut euch auf eine neue spannende Folge Outlast 2. Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen hoch, lasst mir einen Kommentar da. Bis dahin, haut rein.